Der Verkehrsgerichtstag in Goslar hat eine Empfehlung rausgegeben, Lkw elektronisch auf 80 Stundenkilometer zu drosseln. Damit soll der Verkehr, salopp gesagt, besser fließen. Nicht selten wird eine Empfehlung durch den Verkehrsgerichtstag auch schnell mal zum Gesetz. Nein, weil die rechte Spur ohnehin jetzt schon mit 80 kriecht, die Kolonnenbildung wird immer länger. Weil der Pkw, der nur mit 100 überholt, eine Kolonne aus 20, 25 Fahrzeugen, die ja mehr als einen Kilometer lang ist, natürlich die linke Spur auch blockiert. Ich halte davon nichts, weil wir sind jetzt auch schon begrenzt hier bei unserer Firma auf 85. Und wenn der Begrenzer auf 80 runtergeht, wird trotzdem weiter überholt. Ich glaube, dass der Verkehr sich dadurch noch weiter ausbremst eher. Jetzt sind wir bei maximal 90 km/h und dann wird es bei 80 km/h dieses Gedrängel schon geben. Und dann geht das mit den Überholen wieder los, weil der andere dann 80 oder 81 noch fährt. Also da machen sie den Bock zum Gärtner. Die Theorie ist das eine, die Praxis ist das andere. Es müssen andere Lösungen her, die vorhandene Infrastruktur effektiver nutzen zu können. 90 einheitlich wäre in Ordnung. Ich bin nämlich auch gespannt, Fahrerbesitzer eines Wohnwagens mit 100er Zulassung, die ich dann natürlich aber nur zum Überholen ausnutze. Ansonsten fahre ich im Lkw-Tempo mit, weil es für den Verkehrsfluss einfach besser ist. Das wäre meiner Meinung nach sinnvoller, wenn Sie dann auf 90 gute Geschwindigkeit. Es sollte so bleiben, wie es ist. Und ich appelliere eigentlich an jeden Kollegen, sich an die Geschwindigkeiten zu halten. Das, was wir jetzt auf unseren Straßen haben, nämlich die vielen Staus und auch diese sogenannte Elefantenrennen, wie wir das, wird sich verstärken und verdoppeln. Unsere Straßen werden dicht sein. In Nordrhein-Westfalen haben Staus zu neuen Rekorden geführt. So gab es in 2010 allein in NRW 57.000 Staus mit einer Gesamtlänge von 135.000 Kilometern. Das sind 17% mehr als in 2009.